Jürgen, was muss passieren, dass sich die österreichische Fußballnationalmannschaft für die WM in Brasilien qualifiziert? In erster Linie müssen sie heute jetzt noch einmal ein Tor schießen, weil die erste Halbzeit war jetzt vielleicht nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und wenn wir heute die Partie noch irgendwie drehen oder eben gewinnen, dann glaube ich, dass wir gute Chancen haben. Schweden auswärts, wie 98 haben wir schon einmal paniert und dann geht es, glaube ich, gut für uns. Andere Frage, wer ist für dich die beste Fußballmannschaft der Welt? Die Antwort solltest du von mir eigentlich kennen, der FC Bayern. Du kriegst jetzt Fragen zum Thema Fußball, ja? Ja, ich kenne mich nicht aus. Was willst du mir jetzt fragen? Naja, das ist ja, das soll ja, genau das soll es ja widerspiegeln, dass du nicht auskennst. Ja? Dann frage ich aber zurück. Ja, kannst du. Bitte, bitte. Bist du bereit? Andi, wer ist dein Lieblingsspieler im österreichischen Fußballnationalteam? Mein Lieblingsspieler im Nationalteam ist Alaba. Nebenbei gefragt, wo spielt er Alaba? Bei Bayern München. Ist natürlich der beste Verein der Welt. Wie viele Spieler sind im österreichischen Nationalteam aus dem aktuellen Red Bull Salzburg-Kader? Beziehungsweise kennst du ihre Namen? Ich würde sagen, im Moment einer klein. Danke. Julian, was hat Zlatan Ibrahimovic mit dir gemeinsam? Ja, war gut. Ja. Wir sind auf Sendung. Ja, stell eine gescheite Frage, bitte. Okay. Ich stelle sie noch einmal. Ja? Nein. Julian, nein. Was hat Zlatan Ibrahimovic mit dir gemeinsam? Nix. Wie würdest du einem Menschen, der sich im Fußball nicht auskennt, ein edles, gepflegtes italienisches Foul beschreiben? Es ist sehr schwierig. Es ist immer, ich bin gegen diese Vorurteile und ich höre raus im österreichischen Team, dass das sehr kontra Italien ist und das gefällt mir grundsätzlich nicht. Darum versuche ich sie einem gar nicht vom zu überzeugen, dass es. Machen wir nochmal? Machen wir noch einmal, aber es ist, glaube ich, Making-of. Also, wie würdest du einem Menschen, der sich mit Fußball nicht auskennt, ein ehrliches, edles, italienisches Foul beschreiben? Oder vielleicht einen gefaulten Italiener, wie verhält er sich nach dem Foul, was vermutlich eine Schwalbe war? Das ist vermutlich eine Schwalbe, das gefällt mir gar nicht in dem Zusammenhang. Aber er wird vermutlich wie ein Franzose auch oder auch wie Deutsche sich ein bisschen wälzen auf der grünen Wiese. Aber ja, ich glaube, dass das sich jetzt nicht großartig unterscheidet von jeder anderen Nation. Für alle diejenigen, die es noch nicht wissen, wie heißt dein Lieblingsclub? De Rossoneri auf San Siro, 1899 AC Milan. Da gibt es nichts hinzuzufügen, FC Bayern, danke. Olli, danke, dass du Zeit genommen hast. Das Thema des heutigen Abends, Fußball. Ich habe eine Frage. Du hast einen engen Bezug zu Panama. Hat Panama ein Fußballnationalteam? Ja. Werden sich die für die WM qualifizieren? Nein, die sind schlecht. Wird sich Österreich für die WM qualifizieren? Wenn ich es mir jetzt so anschaue, wird es schwer werden, aber ich hoffe es schon. Ich nehme an, du bist positiv. Ja. Eine andere Frage noch. Wir wissen alle, du bist ein begnadeter Kleinfeldfußballer. Ich als eher rüpelhafter Techniker würde dich bitten, mir einen technischen Tipp zu geben, wie man am Platz im Kleinfeld, beim Kleinfeldfußball sehr, sehr gut performen kann. Ja, nicht so viel gabeln, weil ihr wollt alle nur künsteln. Ja, ihr müsst manchmal direkt den Ball rüberspielen oder halt in der Hüfte locker sein und dann mit dem Fuß rübersmashen. Das ist alles und dann werde ich gewinnen? Da muss man locker sein, ja. Man muss halt aggressiv vorgehen. Okay, das werde ich. Ich werde mir das vornehmen. Danke. Ja, wir können das nächste Mal trainieren. Mal schauen. Danke, Olli. Bitte. Wir sind auf Sendung, weil du siehst das rote Lamperl. Jetzt wird's ernst. Ich habe mir die Fragen noch nicht überlegt, aber meine Einstiegsfrage lautet, das heutige Thema Fußball. Warst du schon einmal bei Altach zuschauen? Ja. Ist das deine Lieblingsmannschaft? Pass auf, du kommst auf den Ländle. Du musst aufpassen, was du jetzt sagst. Ja, ist meine Lieblingsmannschaft aus Österreich. Ausland, wer ist da deine Lieblingsmannschaft? Der FC Bayern. Nenn mir aus deiner Sicht die Starting 11, die du gerne hättest, die du gerne beim FC Bayern sehen würdest. Aber ein bisschen aufs Tempo drücken. Neuer im Tor, dann
Boateng. Sag einfach die Spieler, die du kennst. Robben, Müller. Sind wir noch bei der Verteidigung? Oder? Du quer durch. Schweinsteiger, Mandzukic, Ribéry, Alaba natürlich. Hm. Der Götze. Bleiben wir denn schon? 10. Der Lahm noch. Lahm noch. Wie sieht es mit deinen Fußballkünsten aus? Medium, aber im Davis Cup Team bin ich so im Mittelfeld. Ich weiß nicht, woher der Rookie das unbegründete Selbstvertrauen holt, aber danke für das Interview. Bitte.